So, lieber Gerald, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Und zwar gerne mit der Frage, wie kommen wir in unsere Kraft? Weil ich für diese Frage gehe und diese Frage auch gerne aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen Menschen beleuchten möchte und das aus deiner Sichtweise der Neurobiologie und aus deinen Tätigkeiten als Hirnforscher und mit welchen Initiativen und Potenzialentwicklungen du unterwegs bist, mir das ein sehr spannendes Feld erscheint, mit dir diese Frage zu erörtern und zu ergründen und dem nachzugehen, wie wir in unsere Kraft kommen. Ja, Sabine, es ist ja so, dass ich erstmal sehr froh bin, dass wir mal Gelegenheit haben, so ein Gespräch zu führen. Wir kennen uns ja schon einige Zeit und wir haben jetzt eine Zeit, in der es unglaublich viele Menschen gibt, die es dringend nötig hätten, in ihre eigene Kraft zurückzufinden, weil es solche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse gibt, die da auf uns zukommen, dass wir uns nur wünschen können, dass möglichst viele Menschen bei sich bleiben können und nicht wie die aufgescheuchten Hühner umherrennen, weil sie dann auch gerne immer denen hinterherrennen, die dann meinen, sie wüssten, wie es geht oder ihnen erklären, was sie zu tun und zu lassen haben. Und jemand, der in seiner Kraft ist, der kann selbst entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Und die Frage, wie man sozusagen in seine Kraft findet, hat sehr viel damit zu tun, dass wir ja eigentlich auf die Welt kommen und schon in unserer Kraft sind. Und dass wir da unterwegs Erfahrungen machen und zum Teil auch Lösungen finden für die Probleme, mit denen wir da konfrontiert sind, die dann so fest im Hirn verankert werden, dass wir dann häufig aus diesen einmal gefundenen Problemlösungsmustern nicht mehr rausfinden. Und da kannst du dir vorstellen, das ist, als ob man so beim Autofahren auf eine Autobahn gerät. Und dann kommst du oftmals, und das ist dann besonders gefährlich, sehr erfolgreich, sehr weit voran. Aber du bist nicht wirklich in deiner Kraft, weil du die ganzen Nebenstrecken und die Seitenstraßen und die Abfahrten verpennst, weil du immer irgendwo hin willst. Und jemand, der in seiner Kraft ist, der kann selbst entscheiden, wie schnell er fährt und wo er runterfährt und wo er sich nochmal was anderes anschaut. Und damit ahnst du schon, was das bedeutet, hirntechnisch bedeutet das, dass du offen bist für das, was diese Welt an Reichtum bietet und dass du da eigentlich nie richtig satt werden kannst mit all deiner Entdeckerfreude und deiner Gestaltungslust, die du ja eigentlich mal mit auf die Welt gebracht hast. So, und wenn man jetzt fragt, gut, das ist uns allen ein bisschen so gegangen. Wir sind ja alle durch ein Elternhaus gegangen. Wir haben alle die Schule absolviert und haben uns anpassen müssen an die Erfordernisse. Manche sind dabei im Hamsterrad gelandet. Manche glauben, sie seien furchtbar erfolgreich unterwegs. Und erst dann, wenn sie dann ihren Herzinfarkt kriegen oder ihren Burnout, merken sie, dass das doch nicht ganz so das Richtige war. Und deshalb ist das eine Frage, mit der jeder Mensch irgendwann konfrontiert wird. Und die heißt, ist das Leben, was ich da führe, überhaupt das Leben, was ich führen möchte? Das ist eine spannende Frage. Und wenn du die wirklich beantworten kannst, dass du wirklich sagen kannst, ja, das ist das, was ich wollte, dann bist du in deiner Kraft. So, und jetzt können wir ein bisschen darüber nachdenken, wie das geht, wie man jemand wird, der nicht versucht, das Leben zu bewältigen, sondern der in diese spielerische Leichtigkeit findet, das Leben so anzunehmen, wie es ist und dann immer irgendwie was Positives daraus machen kann. Ja, das klingt auch sehr viel nach einer inneren Haltung und einer Bereitschaft, sich selbst reflektiert Fragen zu stellen und sich selbst auch reflektiert zu beobachten, um das, was uns ja entgegenschlägt von den anderen und von dem, was sie da tun und wie sie sich verhalten, das ist ja sehr vordergründig. Da denkt man ja, das ist der andere Mensch. Aber das ist ja nur Ausdruck einer bestimmten Haltung, einer inneren Überzeugung, zu der sie gelangt sind und die ihnen bisher geholfen hat, im Leben sich einigermaßen durchzusetzen und nicht unterzugehen. Und diese Haltungen, die erwirbt man aufgrund der Erfahrungen, die man unterwegs macht,
bei der Bewältigung all der vielen unterschiedlichen Probleme, die man da so hat. Und das kann passieren, dass man schon in der Kindheit eine bestimmte Erfahrung immer wieder machen muss oder machen muss. Und dass man dafür dann eine Lösung findet. Also nehmen wir so ein einfaches Beispiel, damit es konkret wird. Ich könnte sein, dass ich bei einer Mutter aufgewachsen bin, die also sehr ordnungsliebend war und die mir immer signalisiert hat, dass ich erst dann richtig von ihr geliebt werde, wenn ich auch immer schön mein Zimmer aufräume. Da habe ich nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn ich hänge ja an dieser Mutter und ich möchte auch von der gesehen werden und schon bemühe ich mich so zu werden, wie die das möchte. Und das Ergebnis kann dann so eine Autobahn sein, die in meinem Hirn entsteht und mit der ich den Rest des Lebens rumlaufe und die zwingt mich dann ständig immer alles aufzuräumen. So, dann habe ich da so einen Schreibtisch, wo alles gut sortiert ist und sobald irgendeiner kommt und was durcheinander bringt, kriege ich einen Tobsuchtsanfall. Und da bin ich natürlich nicht in meiner Kraft, sondern ich bin ein Opfer der in meinem Hirn entstandenen Lösung und der daraus erwachsenen inneren Einstellung und Haltung. Und das kann man jetzt auf ganz viele Bereiche übertragen. Also es gibt auch welche, die auf die Idee kommen, sie müssten, weil sie nicht richtig das Gefühl haben, so geliebt zu werden, wie sie sind. Sie müssten sich immer bemerkbar machen, damit sie endlich gesehen werden. Und dann sind das solche, die immer zu versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, die immer das erste Wort führen und die immer irgendwie versuchen, anderen zu sagen, wo es lang geht. Das ist furchtbar unangenehm. Die selber merken das nicht. Aber davon gibt es sehr, sehr viele. Und das war dann eben deren Strategie. Und mit diesem Problem umzugehen und die Lösung ist dann auch wieder fest im Hirn verankert. Und das ist ziemlich schwer, so etwas, was man sich selbst ins Hirn gebaut hat, als Lösung dann später wieder aufzugeben, weil man ja die ganze Zeit damit irgendwie zurechtgekommen ist. Und deshalb ist es dann auch so schwer, so einmal gewonnene Überzeugungen und angeeignete innere Haltung, auch zum Teil solche bestimmten Vorstellungen, die man hat, wie es zu sein hat, wieder aufzulösen im Hirn. Vielen gelingt das leider nicht, sondern die müssen dann irgendwo an einen Punkt kommen, wo sie auf meist eine katastrophale Art und Weise scheitern. Dann kann es passieren, dass sie im Scheitern wieder Kontakt finden und in Kontakt kommen mit diesen inneren Anteilen, die sie da verdrängt und unterdrückt haben. Also eigentlich ist das ihre ganze Lebendigkeit, ihre Sinnlichkeit, ihre Erotik, ihr Körpergefühl, ihre Entdeckerfreude, ihre Gestaltungslust. Das ist ja alles beim Versuch in dieser Welt einigermaßen gut zu funktionieren unterdrückt worden. Und wenn man da wieder Kontakt bekommt in so einer schweren Krisensituation und merkt, da gibt es noch was in mir, was lebendig ist, dann kann das bisweilen für manche Menschen so bezaubernd und attraktiv sein, dass sie sagen, okay, Schluss, ich hänge das alles am Nagel und führe das Leben, was ich eigentlich führen möchte. Und dann ändern, das kann man gar nicht ändern nennen, das ist eine Verwandlung, die dann stattfindet. Die sind dann meistens nicht wiederzuerkennen. Es ist kein ewiger Prozess, an dem man ewig üben muss, sondern das ist eine Entscheidung, die man da irgendwann mal trifft, wenn es dick genug gekommen ist. Und diese Verwandlung führt natürlich dazu, dass man jetzt so anders, wie man jetzt ist, nicht mehr in die alten Muster reinpasst. Das kann sein, dass das nicht mehr in die Familie passt, in die Arbeitswelt, wo man unterwegs ist mit den Freunden und Kollegen. Kann sein, dass man da auch nicht mehr zurechtkommt. Das schöne Beispiel ist das, was es immer so in den Zeitungen zu lesen gibt. Erst war er erfolgreicher Unternehmer, dann hat er einen Burnout gehabt und anschließend ist er Bienenzüchter geworden. Da kann man sich so ein bisschen ausrechnen, wie anders dieser Mensch geworden ist. Und davor haben viele Leute dann auch Angst, weil das bedeutet ja loslassen. Da muss man sich ja von vielen trennen und das verunsichert und da brauchst du wirklich diese innere Stärke. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, dass wir auch verstehen, diese innere Stärke ist es, die dich dann in die Lage versetzt, dich wieder mit den, nennen wir es mal, lebendigen Anteilen in dir zu verbinden. Und ich glaube, dass es so ist, dass wenn Kinder relativ lange Gelegenheit hatten und unter Bedingungen groß geworden sind, wo sie nicht allzu sehr versuchen mussten, den Vorstellungen ihrer Eltern und später irgendwelcher Erziehungspersonen
gerecht zu werden, wenn die also sehr lange sich selbst frei und unbekümmert und spielerisch ausprobieren durften, dann ist das so ein ziemlich festes Fundament an innerer Kraft, weil die haben dann sowas wie ein Gefühl, dass sie das hinkriegen. Und dann haben die auch nicht so viel Angst, dass irgendwie mal was schief geht, weil sie aus ihrer bisherigen Erfahrung eben gemerkt haben, am Ende, wenn man dann nochmal zurücktritt und es vielleicht auf eine andere Weise versucht, geht es dann doch irgendwie. Und neurobiologisch heißt das, es geht nicht darum, im Leben einen Weg zu finden, den man dann benutzen kann, um bis ans Lebensende da drauf rumzulatschen, sondern es geht eigentlich darum, eine Vielfalt an Lösungen für unterschiedlichste Probleme zu finden, die alle auch immer wieder neu und etwas anders sind, weil sie ja immer zu dieser betreffenden Problematik passen müssen, mit der man gerade konfrontiert ist. Und wenn es einem solchen Menschen gelingt, dass er immer wieder die Erfahrung machen darf, dass er doch immer wieder in der Lage war, die auf ihn hereinprasselten Probleme auf eine positive Art und Weise zu lösen, dann entwickelt er so etwas wie eine innere Überzeugung, dass er jemand ist, der, was immer jetzt auch kommen mag, es auch hinkriegt. Und das heißt neurobiologisch, dafür haben wir gar keine richtigen Begriffe, also das ist, aus meiner Sicht ist das das, was einen Menschen wirklich glücklich macht, nämlich nicht der Zustand, dass ich jetzt gerade mal im Glück angekommen bin, sondern das Wissen, dass ich jemand bin, der sich selbst immer wieder in Situationen bringt, wo das Glück kommt und wo es einem zufällt. Und neurobiologisch würde das heißen, wofür wir da gar kein Wort haben, Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl. Ja, das ist ein super Begriff. Ich sage auch absichtlich so langsam, weil man es sowieso kaum aussprechen kann. Was es heißt, ist, es gibt immer wieder Inkohärenzen, also Zustände im Hirn, wo etwas nicht passt. Dann muss man eine Lösung finden, es wieder passend zu machen. Und wenn man sehr viele unterschiedliche Situationen erlebt hat, wo etwas nicht gepasst hat und man dann immer wieder gemerkt hat, dass man es auf die eine oder andere Weise wieder kohärent gekriegt hat, so dass es passt, dann entsteht daraus so eine innere Überzeugung, dass man so einer ist, der das kann. Und diese Leute haben keine Angst mehr vor irgendwelchen Dingen, die auf sie zukommen. Die sagen, wenn wieder ein Problem da ist, herzlich willkommen, liebes Problem, auch an dir werde ich weiter wachsen. So, und da merkst du, das ist ein anderes Lebensgefühl, als ob man, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist, dann dasteht und mit zitternden Knien vor dem Problem steht und nicht weiß, wie man es bewältigen soll. Und der Hintergrund nur noch dann schnell dazu, das kann man natürlich nur lernen, wenn man genügend Probleme hat. Eine Hommage an Probleme. Ja, ja, und das passt nicht in unsere Gesellschaft, weil hier wird uns ja ständig eingeredet, wir müssten das alle schön bequem haben und Eltern versuchen dann oft sogar ihren Kindern alle Probleme aus dem Weg zu räumen, mit dem Ergebnis, dass die gar keine Chance haben zu lernen, wie es geht. Und wie soll man laufen lernen, wenn die Steine alle weggeräumt werden? Dann kann ich am Ende nur auf einer geraden Straße laufen. Und deshalb, liebe Eltern, haut den Kindern möglichst viele Probleme vor die Füße, aber bitte nur solche, die die lösen können, weil genauso schlimm wie gar keine Probleme zu haben, ist es, Probleme zu haben und mit Problemen konfrontiert zu werden, die man als Kind einfach nicht lösen kann. Mhm. Zum Beispiel den Lebensunmut der Eltern, die Unzufriedenheit der Eltern, diesen ständigen Tratsch und diese Konflikte, die da miteinander austragen. Das ist etwas, was jedes Kind überfordert und dann gibt es auf. Ja, und viele Kinder fangen dann an, sich selbst dafür zu hassen, dass sie nicht in der Lage sind, weil sie Mama und Papa doch so lieb haben, denen zu helfen. So, dann zweifeln die an sich selbst. Ergebnis ist dann am Ende irgend sowas wie selbstverletzendes Verhalten oder eine Essstörung oder was auch immer das sein mag. Es ist jedenfalls furchtbar. Und deshalb lieber ständig kleine Probleme machen. Und dazu gehört dann eben auch, dass man immer wieder auch dieses kleine Wunderwörtchen Nein verwendet. Dass man sagt, nee, das geht hier nicht. Und das möchte ich jetzt nicht. Und dann muss das Kind sich überlegen, wie es das irgendwie anders anfangen kann. Und schon hat es wieder eine neue Problembewältigungsstrategie gelernt. So geht's. Was mir jetzt einfällt bei dem Wort, wo du vorhin Autobahn gesagt hast, im Gehirn, ne? Und
dass es darum geht, wieder weit zu werden und vielleicht auch die kleineren Wege anzunehmen. Ne? Des Weiteren habe ich mitgenommen, dass es auch ganz wichtig ist, sich selber zu spüren. Also seinen Körper, seine Gefühle, seine Empfindungen überhaupt, um überhaupt spüren zu können, wann bin ich lebendig, wann bin ich nicht lebendig. Und eine gute Freundin hat mir letzt gesagt, ja, stell's dir vor wie bei einer Wanderung. Möchtest du da auf der breiten, asphaltierten Straße laufen? Oder macht es viel mehr Spaß, quer durch den Wald zu laufen, wo man vielleicht mal im Unterholz stecken bleibt oder einen Weg geht, wo man wieder ein Stück zurück muss oder über einen Stein oder über Hindernisse, aber mal die Möglichkeit hat, an den Bach zu kommen, einem Fuchs zu begegnen und viel spannendere Dinge erleben kann, vielleicht Bären am Wegesrand finden kann. Und ja, aber da hast du ja schon auch einen Weg in die Lebendigkeit. Oder es wäre auch eine Möglichkeit, sag ich mal, sich selbst ein Umfeld zu schaffen, wo man sich erproben kann, mit kleineren Problemen umzugehen und seine Lebendigkeit wieder zu entdecken. Ne? Ja, prinzipiell ist das vollkommen richtig, aber du hast es ja schon ein bisschen gesagt, dass diese Vorstellung, dass es toll sein könnte, querfeldein zu gehen und dort möglicherweise ganz viel zu entdecken, die kann nur jemand haben, der schon oft mal querfeldein gegangen ist und was entdeckt hat. Und derjenige, der das nie gemacht hat und immer auf der Straße lang gelatscht ist, der kann das nicht glauben, dass das neben dem Weg viel schöner ist. Und deshalb ist es so schwer, jemanden dazu zu überreden, etwas zu tun, wovon man selbst genau weiß, dass es einem hilft. Also es gibt viele Menschen, die meditieren. Mhm. Und das ist ja auch was einen innerlich stärkt. Aber es gibt auch ganz viele, denen kannst du sonst was für schöne Geschichten da erzählen, wie gut das Meditieren ist, die gehen da nicht ran. Die haben keinen Bezug dazu. Die kommen da nicht rein. Die wollen es im Innersten auch nicht. Glauben nicht dran. Es entspricht nicht ihrer Erfahrung. Sie hatten wahrscheinlich nie in ihrem Leben mal diese Momente erlebt, wo sie durch innere Ruhe plötzlich wieder in die Kraft kommen. Sind immer gehetzt, umhergehetzt von einer Problemlösung zur nächsten oder von einem Erfolg zum nächsten. Und da kann das gut passieren. Ja, es gibt einen Königsweg. Also wir haben ja gesagt, das eine, wie man dann Menschen manchmal beobachten kann, dass sie sich grundlegend verwandeln, ist der totale Zusammenbruch. Katharsis, aus der Krise heraus kommt plötzlich ein anderer wieder raus. Der andere, den finde ich schon etwas angenehmer, ich nenne das immer gerne Sternstunde, das ist also, wenn dir etwas begegnet, wo du auf die Knie fällst und vor Rührung weinst, weil das einfach dich wieder mit dir selbst verbindet. Kann ein Baum sein im Wald oder ein Film oder du liest ein Buch und dann musst du es weglesen, weil du nicht weiterlesen kannst, weil dir dieses, was du da gerade gelesen hast, zeigt, dass du einfach ganz weit weg von dir gelandet bist und dich halt verloren hast in der Welt. Und da gibt es auch ein paar, die dann sagen, nee, mach ich nicht mehr. Die beschließen in diesem Moment, dass sie anders unterwegs sein wollen. Und das Dritte, was vielleicht das Einfachste ist und aber genauso gut funktioniert und wo man auch nicht warten muss, bis man endlich zusammenbricht oder bis man mal eine Sternstunde hat, das ist, man kann, das hast du eben ja schon mit anderen Worten gesagt, man kann auch versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Also immer wieder Gelegenheit zu schaffen, wo man etwas erlebt, was einem gut tut. Und das ist total simpel. Also da musst du ja nicht die großen Sachen gleich anfangen, sondern das reicht ja schon, wenn du abends beim Fernsehgucken dich mal fragst, ob dir das jetzt gut tut, diesen blöden Krimi auch mal anzugucken oder diese bescheuerte Diskussionsveranstaltung. Ausschalten und dann mal gucken, was passiert und plötzlich hast du den ganzen Abend wieder frei, kannst dir überlegen, was du mit diesem wunderbar gewonnenen Abend eigentlich anfangen kannst. Machst die Erfahrung, dass das eigentlich ganz großartig ist, dass du wieder Gestalter deines eigenen Abends zumindest erstmal bist. Und du verbindest dich auf diese Weise mit deinen wahrhaftigen Bedürfnissen, weil du musst ja, damit du liebevoll zu dir selbst sein kannst, in dich reinspüren und dich selbst fragen, was dir denn eigentlich gut tut oder gut täte und was dir fehlt. Und dann kriegst du Zugang zu dir selbst und spürst dann eben auch schon, bevor du sozusagen auf dem Totenbett liegst, dass es dann noch eine ganze Menge Dinge im Leben gibt, die man anders machen könnte. Es ist ja bezeichnend, dass es so Untersuchungen gibt, wenn Leute so am Sterben sind, dass man, hat man die nochmal gefragt, was würdest du denn anders machen? Und dann kommt es alles. Ich hätte besser auf mich achten sollen, ich hätte meine Liebsten
mich mehr um meine Liebsten kümmern sollen, um meine Kinder, oder ich hätte auch mehr das machen sollen, was ich eigentlich wirklich gerne mache. Ich hätte mich um was kümmern können, außer um mich selbst. Und so eine Sachen kriegst du dann alle auf einmal. Und da sage ich immer, da muss man doch nicht warten, bis man auf dem Totenbett liegt. Das kann man doch jetzt schon anfangen. Ja, ich denke, da ist auch die spannende Frage, sich auch bei manchen Bedürfnissen oder Wünschen zu fragen, die dahinterliegende Frage, was will ich eigentlich wirklich oder was brauche ich wirklich? Ne? Weil manchmal ist ja ein Gefühl auch nur vordergründig und man sieht das Eigentliche auf den ersten Blick gar noch nicht sofort. Das ist richtig und das ist in unserer heutigen Gesellschaft auch weit verbreitet, wenn du Leute fragst, du wünschst dir doch mal was und was möchtest du denn gern? Dann hört man sowas wie Lottogewinn oder Kreuzfahrt oder der nächste Urlaub oder irgend sowas. Ein tolles Auto, schönes Haus. Das sind alles, ich nenne das immer gerne Ersatzbefriedigungsvorstellungen. Weil hinter der Kreuzfahrt, da muss man weiterfragen, muss man sagen, und warum Kreuzfahrt? Warum Kreuzfahrt? Und dann sagen die, ja, weil das könnte ja sein, dass ich dort jemanden kennenlerne. Ja, und es könnte auch sein, dass es meinen Horizont erweitert. Also da ist das Bedürfnis nach Entdeckerfreude da. Deshalb will man mal irgendwie raus. Und es ist auch das Bedürfnis, da mit anderen zusammen zu sein und mit anderen gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Also geht es nur um diese zwei Grundbedürfnisse. Und dann heißt die Frage, sag mal, musst du da wirklich so einen Haufen Geld ausgeben und eine Kreuzfahrt machen? Könntest du da auch mit drei Freundinnen im Wald mal ein paar Tage wandern gehen? Und dann ist es ja eigentlich vielleicht sogar viel schöner, weil die Freundin kennst du schon und bist sicher, dass du dich mit ihnen verstehst. Und so kann man das dann auch hinterfragen, was für andere Antworten angeht, also das schöne Haus. Ja. Warum das schöne Haus? Was steckt denn da dahinter? Und dann heißt es immer, ja, dann habe ich es schön bequem und dann habe ich es so gut. Und dann heißt die Frage, ja, aber guckt euch mal die Leute an, die alle in schönen Häusern leben, sind die wirklich glücklicher als diejenigen, die in einer armen kleinen Hütte wohnen und miteinander zurechtkommen? Ist es nicht so, dass diejenigen, die gerade in den Medien so hoch gepriesen werden als die großen Vorbilder, weil sie sich alles leisten können und weil sie so erfolgreich sind, ist es nicht so, dass die eigentlich auch dann immer wieder diejenigen sind, deren Partnerschaften nicht funktionieren, wo die Kinder nicht gut groß werden, wo eigentlich das Leben nicht gelingt und wo sie dann am Ende, wenn dann die große Bühne, auf der sie ihre Vorführungen verbracht haben, auf einmal nicht mehr so funktioniert, wo sie dann auch noch drogensüchtig oder alkoholabhängig werden. Das ist doch nicht das, was man wirklich wollen kann. Und deshalb überleg dir das nochmal mit dem Haus und auch das mit dem großen Auto. Warum eigentlich? Und dann müssten die zugeben, dass sie auch ein bisschen bewundert werden wollen und dass sie es auch mögen, wenn das andere so ein bisschen neidisch gucken. Und dann muss man fragen, aber warum brauchst du denn diese Anerkennung von den anderen? Und dann kommt raus, in Wirklichkeit wünschen sie sich Verbundenheit und wollen dazugehören. Aber weil sie das nie gefunden haben, haben sie den Weg gewählt, sich Anerkennung zu verschaffen durch Reichtümer und das Zurschaustellen von Besitztümern oder aber auch indem sie Einfluss und Macht als Führungskräfte über andere gewonnen haben. Glücklich macht das nicht. Aber es ist eben in unserer Gesellschaft sehr verbreitet und es ist nicht etwas, was die Leute wirklich stark macht. Die sehen immer stark aus. Mhm. Wenn du wirklich wissen willst, ob ein Mensch stark ist, dann kriegst du das am leichtesten raus, wenn es um einen Konflikt geht, den der mit jemand hat. Weil da jetzt, wenn es wirklich einen Konflikt gibt, also nehmen wir so etwas Einfaches wie diejenigen, die die Impfungen oder das Maskenaufsetzen in dieser Corona-Zeit alle befürwortet haben und diejenigen, die das abgelehnt haben. So ein Konflikt ist ja überhaupt nicht lösbar, weil die Positionen sind vollkommen auseinander und trotzdem muss man sagen, irgendwann werden wir wieder aufeinander zugehen müssen und dann heißt die Frage, wer geht denn da, wer hat denn die Kraft, auf den anderen zuzugehen? Und da heißt die Antwort, es ist der Stärkere. Und der Stärkere ist meistens nicht derjenige, der davon überzeugt ist, dass er absolut recht hat, sondern das ist derjenige, der am meisten bei sich ist, der in sich ruht und es nicht nötig hat, sich mit seiner Überzeugung über den anderen hinwegzusetzen. Das ist schön eigentlich. Also es ist auch gut gemacht. Ja, da gehört aber in der heutigen Zeit auch schon Mut dazu, ne?
für manche Menschen. Weiß ich auch nicht so genau, ob der Begriff Mut das richtige Wort ist. Wir verwenden das alles sehr gerne und wünschen uns auch immer, dass Leute mehr Mut haben. Aber mich hat da einfach mal eine Begebenheit vollkommen auf eine beeindruckende Weise zum Nachdenken gebracht. Da hat mir eine ältere Dame erzählt, sie hätte auf dem Marktplatz, wo ich hier wohne, zwei junge Männer gesehen, die hätten sich furchtbar geprügelt und dann sei ein großer anderer Mann gekommen und hätte die beide am Schlawittchen genommen und hat sie beide angebrüllt und gesagt, sollen aufhören damit und nach Hause gehen. Und dann wären die beiden nach Hause gegangen. Und dann ist sie zu dem tapferen Mann da hingegangen und hat gesagt, mein Herr, das war aber jetzt sehr mutig. Und dann hat er gesagt, gnädige Frau, das war nicht mutig, das war selbstverständlich. So, das war seine innere Auffassung. Der hat nicht aus Mut gehandelt, sondern weil er die Kraft dazu hatte und weil es Teil seiner Haltung ist. Nicht zuzugucken, sondern reinzugehen und dafür zu sorgen, dass solche Sachen auf eine andere Weise gelöst werden. So, das ist Haltung. Und wenn wir dann jetzt noch ein bisschen weiter darüber nachdenken, wir machen es mal ganz einfach. Es gibt ja viele Kinder oder es gibt auch Situationen in deinem Leben, wo man noch sich erinnert, da ist man auf den 10er Sprungturm im Schwimmbad geklettert und wollte da runterspringen und dann hat man diese weichen Knie. Und dann sagen wir, da braucht man viel Mut. Und jetzt frage ich dich, sag mal, wenn du damals nicht deshalb hättest herunterspringen wollen, weil du Anerkennung finden wolltest bei deinen Gleichaltrigen, die da unten alle sitzen und auch ein bisschen bewundert werden wolltest, sondern wenn du wirklich nichts weiter wolltest da oben auf dem Sprungbrett oder auf diesem Turm, als mal selbst zu erleben, wie das ist, wenn man 10 Meter nach unten fliegt, dann heißt es, derjenige, der das wirklich selber will, der diese Erfahrung machen will, der braucht keinen Mut, der springt. Und deshalb ist das, was Menschen machen, nur um anderen zu gefallen oder weil sie meinen, es sei notwendig oder wollen Anerkennung finden dafür, das hat mit Mut eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Zwangshandlung, die ausführen, um Anerkennung zu finden. Und das Schlimme dabei ist, jetzt kann man richtig noch weitergehen und kann sagen, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der Menschen dafür belohnt werden, dass sie etwas tun, also mit Honorierung und Anerkennung belohnt werden dafür, dass sie etwas tun, was sie normalerweise gar nicht von sich aus tun würden. Das ist ja Verführung. Man verführt denen, etwas zu machen. Und dann wird es interessant, weil in der Soldatensprache und im Krieg heißt das ja nicht Mut, das heißt Tapferkeit. Und dann kriegt man auch eine Tapferkeitsmedaille dafür. Ja, mir ist vorhin noch ein anderer Begriff gekommen zum Thema Mut, wo du gemeint hast, vielleicht ist Mut gar nicht der richtige Begriff. Und ich meine, ich hätte früher auch mal gelesen in älteren Texten, dass man da eher auch gesprochen hat von sich ein Herz fassen. Und sich ein Herz fassen ist ja, das ist ja dann eher aus diesem Innen heraus folgen. Und das ist dann eher diese Verständlichkeit, wo du bei dem Beispiel angesprochen hast, ne? Das Bekenntnis zu dir selbst. Das hat der Mann gemacht auf der Straße. Das war sein Innerstes. So hat er es gemacht. Und der Junge, der da vom Zehner runterspringt, das war das, was er wollte. Das hat seinem Herzenswunsch entsprochen und da ist er runtergesprungen. Fertig. Brauchen wir keinen Mut. Bist du schon mal gesprungen in deinem Leben? Ich hatte nie den Ehrgeiz, da runterzuspringen, aber wollte auch nicht wissen, wie das ist. Mir haben 5 Meter gereicht und dann dachte ich, okay, das wird jetzt auch nicht mehr viel besser, wenn ich das auf 10 Meter erhöhe. Und im übertragenen Sinne? Ich habe danach gedacht. Also ich bin ja aus dieser damaligen DDR abgehauen und da habe ich mir so einen Ausreisestempel gefälscht und das hätte ja auch alles schief gehen können und dann wäre ich 3 Jahre in den Knast gegangen. Haben sie ja auch in Abwesenheit, wurde ich da ja auch verurteilt zu 3 Jahren Gefängnis. Ja, es hat geklappt. Und wenn ich mich heute frage, habe ich das aus Mut gemacht? Nee, ich habe es gemacht, weil ich es dort nicht mehr ausgehalten habe. Ich wollte da weg. Das wäre mir egal gewesen, wenn sie mich erwischt hätten. Wäre auch egal gewesen. Ich hätte mich selbst im Spiegel nicht mehr angucken können, wenn ich das weiter mitgemacht hätte, was ich im Innersten gegen meine inneren Überzeugungen dort hätte tun müssen. So, und da braucht man keinen Mut. Dann geht man. Und macht das dann aber auch besonnen und so gut wie möglich. Aber wenn du so Handlungen vollziehst, nur damit du die Anerkennung anderer findest, das sind meistens sehr blöde Handlungen.
Also die, da überlegt man nicht richtig. Das mit dem Krieg. Also da erschießen Leute andere und kriegen dafür die Tapferkeitsmedaille. Also sie werden belohnt für etwas, was sie freiwillig aus sich selbst heraus niemals machen würden. Mhm. Da wird sozusagen diese Anerkennung, indem man sagt, das ist aber jetzt mutig und das ist aber jetzt tapfer, wird benutzt, um die zu etwas zu bringen, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht aus ihnen heraus, also was nicht mit ihrem Herzen übereinstimmt. Aber da ist auch wieder das A des Herz, also sprich zu schauen, was sagt mein Herz eigentlich, in die Verbindung zu gehen mit dem eigenen Herzen und es wahrzunehmen. Und das andere, was du vorhin gesagt hast, sich zu fragen oder auch zu schauen, wirklich, kann ich mir selber in den Spiegel schauen? Ne? Als zwei Wegmarker zu schauen, bin ich noch auf dem Weg? Der Spiegel ist eine gute Hilfe, ab und zu mal da reinzugucken und sich zu fragen, ob man da überhaupt noch so unterwegs ist, wie man unterwegs sein wollte. Gibt aber auch viele Menschen, die haben sich noch nie gefragt, wie sie unterwegs sein wollten. Die sehen auch nichts, wenn sie den Spiegel sehen. Und zu dem Herzen, lass uns da noch mal einen Augenblick bleiben, weil ich da ja als Neurobiologe auch noch was sagen muss. Das Herz ist das Organ, was am empfindlichsten auf Störungen der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus reagiert. Es gibt kein anderes Organ, wo wir eine Störung der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus so deutlich spüren am Herzen, wie am Herzen, weil die Herzfrequenz dadurch gesteuert wird, durch diese Balance zwischen diesen beiden großen Systemen. Und immer dann, wenn du im Hirn eine Inkohärenz hast, weil da irgendwas nicht passt, dann kommt es auch zu einer Verschiebung der Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus und dann schlägt sich das sozusagen als Gefühl im Herzen, spürst du das. Aber das kommt nicht aus dem Herzen, das kommt aus der Imbalance, die du da oben hast. Und was dann auch die Kardiologen, also diese Herzspezialisten rausgefunden haben, ist, dass das Herz offenbar ganz besonders empfindlich reagiert auf solche Imbalance zwischen Sympathikus und Parasympathikus, die durch Beziehungsstörungen ausgelöst werden. Und das ist unglaublich interessant, weil das ist das, was der Volksmund schon immer weiß. Das geht mir aufs Herz. Oder du brichst mir das Herz. So, und deshalb haben die Kardiologen dann bei Leuten, die allzu oft mit Problemen am Herzen da herumrennen, dann schon seit längerem immer mal wieder versucht, diese Leute in eine Psychotherapie zu bringen, wo die ihre Beziehungsprobleme aufräumen, bevor das nächste Stent und die nächste Herzoperation da ansteht. Und das ist ja ein schöner Ausdruck, dass man so sagt, das kommt aus dem Herzen, aber der Neurobiologe in mir ruft, ja, wir spüren es mit dem Herzen, aber es kommt aus dem Hirn und es ist das Ergebnis einer gestörten Balance und einer Inkohärenz, die sich da oben aufgetan hat, weil es ein Problem gab, was wir nicht gut lösen können. Naja, es ist ja in uns auch alles miteinander verbunden, ne? Also im Körper. Von daher drücken sich ja unterschiedliche Dinge auch durchaus an unterschiedlichen Stellen aus. Aber das ist eine spannende Verbindung, weil man Hirn und Herz sich ja oft ganz schwer tut, die zusammenzubringen, ne? Oft heißt ja so Verstand oder Herz. Und Das ist aber vielleicht auch noch für andere. Also ich weiß zum Beispiel, dass es so bestimmte Gefühlszustände kommt. Man kommt ja in Gefühlszustände wie zum Beispiel die Wut, weil ein lebendiges Bedürfnis nicht gestillt wird. Also Wut kriegt man dann, wenn man daran gehindert wird, das zu tun, was man für richtig hält und was man tun möchte. Wenn du mir mein Spielzeug wegnimmst, werde ich wütend und hau dir eine auf die Birne. So, und deshalb ist Wut so ein Signal, was uns sagt, hey, hier ist mein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten verletzt worden. Und dass dieses Gefühl dann kommt, dient eigentlich nur dem Zweck, dass du dieses Bedürfnis wieder begreifst und es dir bewusst wird und du es dann auf irgendeine Art und Weise dann auch stillen kannst. Also eigentlich ist das die Wut, die du hast, die Hilfestellung, damit du an dieses Bedürfnis herankommst. Und,
Und da ist es offenbar so, dass diese unterschiedlichen Gefühle, die durch die verletzten Bedürfnisse dann immer wach werden, auch auf unterschiedliche körperliche Ebenen gehen und dort bestimmte Veränderungen auslösen. Und offenbar hat das mit der Wut irgendwas mit der Galle zu tun. Und deshalb kriegen es manche Leute dann also auch besonders leicht sozusagen so eine Gallenblasenentzündungen und Gallensteine, weil die sich über so vieles ärgern. Das ist was anderes als das mit dem Herzen. Ne? Das schlägt sich dann woanders nieder. Jeder hat irgendwo so eine schwache Stelle im Körper, wo es dann reinhaut. Und deshalb ist es nur umso spannender, wenn man sagt, ja, wenn es uns gelänge, uns gegenseitig zu stärken, dann würden wir auch besser uns gegenseitig helfen können, die wirklichen Grundbedürfnisse, die wir haben, das nach Verbundenheit und das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu stillen. Und dann würden wir diese ganzen blödsinnigen Gefühle, Eifersucht ist ja auch so ein blödes Zeug, das müssten wir nicht haben. Und wir würden auch verstehen, dass es keinen Sinn macht, gegen die Wut oder gegen die Eifersucht anzukämpfen oder auch die auszuleben und was es da alles für psychotherapeutische Ansätze gab. Nee, das ist erstmal gut, dass es da ist. Man muss es annehmen und da muss man sich aber fragen, okay, was willst du mir denn sagen, liebe Wut? Und dann kriegst du eine Botschaft und dann kannst du was tun und musst nicht deine Wut ausagieren und da irgendwie in irgendwelchen Kursen auf irgendwelchen Holzklötzen herumhauen. Ja. Ja, aber bei Signale wahrnehmen, da sind wir auch wieder bei sich selbst wahrnehmen und spüren, ne? Das auch hier wieder können wir das einfach mal kurz durchgehen. Es sind vor allen Dingen Männer, die sich nicht mehr so gut spüren, körperlich. Das hat damit was zu tun, dass Männer sehr stark außenorientiert sind. Das müssen wir jetzt nicht bis ins letzte Detail durchgehen, aber vielleicht reicht es, wenn wir sagen, dass Frauen prinzipiell immer wissen, dass sie bedeutsam sind und bleiben, weil von ihnen etwas übrig bleibt, weil Frauen Kinder gebären können. Männer können das nicht. Und Männer sind dadurch immer sehr leicht verführbar, Bedeutung sich zu verschaffen. Ja, sind wir im Patriarchat und all diesem Zeug, was die Männer da alles so angestellt haben. Aber das wiederum hat auch zur Folge, dass sie sehr stark außenorientiert sind und dass sie dann versuchen, auch im Außen immer erfolgreich zu sein und alles so zu machen, dass sie da in der Karriereleiter aufsteigen oder dass sie bei den Frauen besonders als attraktiv gelten oder was auch immer das so sein mag. Und das verleitet Männer noch mehr als Frauen dazu, die aus ihrem eigenen Körper kommenden Signale zu unterdrücken. Das ruft da zwar von innen schon aus dem Rücken die ganze Zeit, hör doch jetzt mal auf und mach was anderes oder beweg dich mal ein bisschen und entspann dich, aber der Mann hat dann das Gefühl, er müsse diese Aufgabe jetzt noch zu Ende bringen. Und deshalb hört er dann nicht drauf, unterdrückt das mit dem Ergebnis, dass der arme Rücken, der die ganze Zeit gerufen hat, sozusagen von dem Mann alleine gelassen wird. Und dann muss sich der Rücken selber helfen. Und was macht er? Er baut diese Bänder und diese Faszien noch stärker so aus, dass das also irgendwie in dieser gebückten Haltung vorm Monitor auch über Stunden hinweg auszuhalten ist. Hauptsache, der Chef oben schafft jetzt seine Deadline, die er sich vorgenommen hat. Und irgendwann ist der Rücken dann so verbogen, dass du gar nicht mehr richtig aufrichten kannst. Dann reißen dir beim Aufrichten kleine Gefäße da hinten durch, weil das alles so verspannt ist. Es gibt Einblutungen, Narbenbildung und Gewebeneubildung. Und dann hast du plötzlich einen Rücken, da gehst du dann nach 3 Jahren zum Arzt, der macht dir ein Röntgenbild und dann siehst du richtig, wie kaputt der Rücken ist. So, und dann heißt es, der hat sich abgenutzt wegen zu großer Belastung. Der hat sich aber nicht abgenutzt wegen zu großer Belastung, sondern der ist so geworden, weil du ihm nicht zugehört hast, weil du nicht mehr gehört hast, was er dir sagen wollte. Und da ahnt man so ein bisschen, wenn man das jetzt noch auf andere Körperbereiche überträgt, dass da vieles im Argen liegt. Und immer, ja, dass es eben viele Menschen gibt, die es fertigbringen, die aus ihrem eigenen Körper kommenden Signale nicht mehr wahrzunehmen. Und das würde wieder anders werden, wenn die jetzt eingeladen, ermutigt und inspiriert würden, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Weil dann würden sie wieder auf sich hören
würde man sich auch mal fragen, ob mir das jetzt überhaupt gut tut, wenn ich jetzt was esse und ob ich diesen Kram da esse, der da beim Bäcker da in der Auslage angeboten wird. Und dann mache ich das eben nicht und suche mir Plätze, wo es mir gefällt, Leute, mit denen ich gerne esse, Dinge, die ich gerne esse, die mir schmecken, und ich esse auch nicht mehr zu Zeiten, die mir nicht gut tun. Plötzlich kann ich fast mein ganzes Leben verändern. Und das macht Spaß. Und das Vorteilhafte daran ist, dass das ja von der betreffenden Person als positiv bewertet wird. Es ist ja attraktiv. Sie hat dann plötzlich das Gefühl, dass sie wieder selbst das, sozusagen ihr eigenes Leben gestaltet. Und sowas macht der Mensch gern, wenn es zu einem positiven Ergebnis führt. Aber wenn er muss, weil er gesagt kriegt, dass er sonst dick davon wird oder krank, wenn er das Falsche isst, oder wenn er nicht mit dem Fahrrad fährt, sondern mit dem Auto, dass er dann die Umwelt schädigt, das ist alles die falsche Strategie. So jemand, der dann nur Fahrrad fährt, weil er ein ordentlicher Mensch sein will, der sich politisch und moralisch oder was weiß ich wie korrekt verhält, der freut sich insgeheim, wenn es regnet, dass er endlich jetzt heute nicht mehr mit dem Fahrrad fahren muss. Und währenddessen der, der aus innerer Überzeugung Fahrrad fährt, weil er es will, dem ist es egal, ob es regnet oder nicht, der wird nicht mit dem Auto fahren. Und da siehst du, das Verhalten sieht gleich aus und ist von völlig unterschiedlichen Motiven getragen. Und das muss man auch lernen, dass man das unterscheidet und dass man das erkennt. Und das kann man aber nur erkennen, indem man sich das genau anschaut und dann auch mit den Leuten redet. Nicht vorwurfsvoll, sondern fragend herauszufinden versucht, was die überhaupt dazu bewegt, etwas so zu machen, wie sie es machen. Im Positiven wie im Negativen. Ja, ich denke, die richtigen Fragen zu stellen, kann viel weiterhelfen. Entweder, dass man das Glück hat, jemanden trifft, der einem selbst die Fragen stellt, oder man selbst jemandem das Geschenk macht, die Fragen stellt, oder schon die Fähigkeit hat, sich selbst die richtigen Fragen zu stellen, die einem weiterhelfen. Ja, das hängt damit zusammen, dass du als jemand, der eine Frage beantwortet, immer Subjekt bist. Dann bist du bist der Einzige, der das jetzt beantworten kann. Und das kommt aus dir und das ist authentisch und das bist du. Währenddessen, wenn du belehrt wirst von anderen und die sagen dir, was jetzt richtig und falsch ist, dann bist du ja eigentlich das Objekt von deren Belehrung. Und das tut keinem gut, damit fühlt sich auch eigentlich keiner wohl, es sei denn, er hat sich schon so sehr daran gewöhnt, dass er das normal findet. Aber eigentlich ist dieser Fragemodus der Modus, in dem man sich in seiner eigenen Subjekthaftigkeit erlebt. Und es gibt auch Kulturen, ich glaube die jüdische Kultur, weil da wissen das viele aus dem Bildungsbürgertum, und die versuchen ihren Kindern möglichst keine Frage zu beantworten. Sondern wenn sie eine Frage beantworten, die immer so zu beantworten, dass die nächste Frage kommt. Das heißt, sie versuchen das Kind immer in diesem Fragemodus zu halten, indem es sich selbst fragend das Wissen erschließt. Das ist eine hohe Kunst, das würde ich so als pädagogische Spitzenleistung bezeichnen. Und dann sieht man, dass das weit weg ist von dem, was wir machen, selbst wenn wir uns als gute Eltern, wenn wir uns einreden, gute Eltern zu sein, sind wir doch immer sehr geneigt, dem Kind alles zu erklären. Und da würde das in dem Kontext heißen, in dem Augenblick, wo der kleine Junge erklärt wird, erklärt bekommt, wie das mit den Maikäfern ist und dass die so einen Vierjahreszyklus haben und dass es einen Engerling gibt und dass die nur diesen einen Sommer rauskommen und sich verpaaren und wieder Eier legen. Wenn das alles jetzt dem Jungen erklärt wird, hindert man ihn daran, es selbst rauszufinden. Eigentlich gemein. So. Und da muss man dann dreimal schlucken, weil Wer von uns Eltern versucht das nicht, denen alles zu erklären? Aber das ist so wie Steine aus dem Weg räumen. Ja, weil das ist auch. Find es raus. Ja, da gibt es tolle Bücher, da gibt es Videos oder sonst was, was du dir angucken kannst. Versuche es selber rauszukriegen, was das mit den Maikäfern auf sich hat und warum die immer nur alle 4 Jahre auftauchen. So, das ist. Dann sucht das Kind. Es hat eine Frage, aber es kriegt darauf keine richtige Antwort. Sondern nur ein Hinweis, wo die Frage beantwortet werden könnte und wie es die Frage selbst beantworten kann.
Das ist aber auch für Erwachsene allein schon eine Kunst, mit einer Frage zu gehen und nicht sofort eine Antwort zu haben. Das will ja auch erstmal gelernt sein und ausgehalten zu sein für eine Frage, die man hat, nicht sofort die Antwort präsentiert zu bekommen, sondern vielleicht eine Weile mit einer Frage zu gehen und die Antwort zu erforschen, zu entdecken und zu merken, dass sich neue Fragen auftun. Ja, aber dann bist du der Gestalter dieses Erkenntnisprozesses, fragend. Wenn du alles erzählt kriegst und alles in Büchern nachlesen kannst oder in Lehrvideos, dann gibt es keine Fragen mehr. Dann ist nur noch eine Frage, wie rasch du diese verschiedenen Ratschläge findest und dir durchliest. Und dann ist es ja auch keine richtige Erkenntnis, zu der du gelangt bist, weil du hast es ja nur abgelesen. Also es ist eigentlich nur Wissen, was du dir irgendwoher besorgt hast. Und da ist das Phänomen, dass man sowas auch schnell wieder aus dem Hirn verliert. Also ein Junge, der erzählt bekommt, wie das mit den Maikäfern ist, wird das schnell wieder vergessen. Aber einer, der selbst 3 Tage rumgesucht hat, bis er endlich alles so weit zusammen hatte, dass er dem Papa erklären konnte, wie das, warum die Maikäfer immer nur alle 4 Jahre kommen, der vergisst das sein ganzes Leben noch nicht wieder. Das sitzt dann. Das Kind ist der Konstrukteur seines eigenen Lernprozesses. Und kein Fass, was man abfüllen muss. Ja, und Erwachsene genauso. Von daher habe ich das Gefühl, ist das fast ein guter Schluss zu sagen, ihr lieben Menschen, begebt euch auch selbst auf die Suche mit der Frage, wie kommt ihr wieder in eure Kraft? Nehmt nicht einfach nur fertige Sachen an, nimmt es als Impulse auf, aber macht euch auch selber auf den Weg, diese Frage für euch persönlich zu ergründen. Was bedeutet es für einen? Wie fühlt es sich für einen selbst an? Ja, und das ist eben, deshalb habe ich auch immer wieder den Verweis auf die Kinder gebracht. Da liegt alles noch so offen zutage. Also da sieht man es so schön. Bei den Erwachsenen ist es dann schon sehr verwickelt. Und wenn man sich das mal so anschaut, dann sieht man ja, dass die Kinder ganz am Anfang, bevor wir sie erzogen haben und sie zu Objekten unserer Vorstellung gemacht haben, da haben die ja noch ihre ganze Entdeckerfreude und Gestaltungslust. Da erkunden die spielerisch die ganze Welt und sind die Konstrukteure ihres eigenen Lernprozesses. Und deshalb sind die auch so lebendig, so offen und so vorurteilsfrei. Und deshalb ist es das größte Glück, was man als Erwachsener eigentlich haben kann, um auch in die eigene Stärke zu kommen, wenn man Kinder begleiten kann, die einem nochmal daran erinnern und einem helfen, in seine eigene Kraft zu kommen. Also mit anderen Worten, seine verloren gegangene Lebendigkeit, seine verloren gegangene Entdeckerfreude und Gestaltungslust, seine verloren gegangene Sinnlichkeit und Körperlichkeit anhand dieses Kindes, das man einfach nur beobachtet, das, und dass das alles noch hat, wiederzufinden. Wahnsinn. Kinder als Entwicklungshelfer für Erwachsene, das finde ich eine gute Idee. Das ist super. Lieber Gerald, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Ja, hat mir auch Spaß gemacht und finde ich schön, dass wir da miteinander ein bisschen was austauschen konnten. Und wenn es noch einigen anderen gefällt, die das dann vielleicht sehen und hören, umso besser. Ich glaube, wir müssen versuchen, miteinander über diese wichtigen Themen ins Gespräch zu kommen, damit sich das ausbreitet und es auch bei immer mehr Menschen ankommt. Also, alles Gute, vielen Dank. Schönen Tag noch. Dir auch alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.